Ja, servus die Marlon, grüß euch die Buben. Ja, ich strandle mal wieder in meinen Dschungel rum. Wir haben heute Samstag, es ist kurz nach 12 Uhr. Mich wundert es, dass noch nicht so viele Leute unterwegs sind. Und ich bin da wieder mal in meinen Wasserlauf. Da möchte ich mich wieder ein bisschen hintere schmeißen und ein bisschen eine gemütliche Zeit da verbringen. Ja, schauen wir, was uns erwartet. Und gehen wir es einmal an. Ja, jetzt fängt schon schwer zum Grünen überall. Ah, der ist schon vom Specht ordentlich bearbeitet. Und die da, ordentlich geile Gebilde da. Das Wasser ist immer noch sehr schön grün da. Immer wieder schön zum Sehen, wie der Biber zuschlägt. Immer wieder so gewaltige Löcher, werden wir vielleicht nicht sehen, aber wenn ich fahre damit stecken rein, da geht es gut an 3 Meter runter. Ich habe leider keine Taschenlampen dabei, aber da geht es richtig tief rein. Die geht sicher bis ins Wasser runter, so ein Biberzugang. Wahnsinn, was sie die anlegen da. Ja, das war ganz geil da rausgegeben auf dem Baumstamm, aber das ist nicht mehr so meins. Vielleicht vor 10 Jahren, aber jetzt nicht mehr. Ja, und da verkreuzt sich sicher der Biber drin. Und das Wasser da ist wirklich glasklar. Wunderschön. Überall Eingänge für den Biberlein. Der hat es da schon schön gemacht. Am gegenüberliegenden Ufer. Schöner Eingang. Die Bahn da alle sehr urig. Wunderschön. Ja, ich will mir noch ein schönes Platz suchen. Weil jetzt will ich einmal gemütlich was pappeln. Und eigentlich den Tag schön genießen. Schauen wir mal, was wir finden. Ich weiß, es ist auch immer verdammt lang, bis das Richtige kommt. Ich denke, ich habe meinen Platz auch wieder gefunden. Und da werden wir es jetzt gemütlich machen. Ja, Freunde, wie man sehen kann, haben wir es gemütlich gemacht. Ich habe mir heute mal 3x3 Ultralight-Tab mitgenommen. Einmal Probe aufgespannt. Ja, optimal. Tja, dann gibt es heute eine Kleinigkeit zu essen. Und was ich mir da mache, da hole ich gleich ein bisschen näher zu. Ja, was gibt es heute? Ich habe mir heute ein paar so Berner Würstchen mitgenommen. Ah, da hat es noch viel langsam heute. Und das Ganze kommt in eine Kämmerleine. Jetzt bin ich da schon mal ganz gut. So, da werden wir mal. Bärlauch kommt natürlich auch dazu. Bisschen Ketchup noch. Das ist besser. Hm, heiß. Da haben wir ein Bärlauch drüber. Dann kommt noch mal ein bisschen Ketchup drauf. Und zu guter Letzt, last but not least, ein bisschen was Salatblätter. Mahlzeit. Wow, gigantisch. Mmh.
Wow! Das war der. Jetzt natürlich einen Schluck. Ja, mal aufpassen, dass man das nicht da oben fällt. Ich habe natürlich ganz vergessen, haben wir natürlich mein heißes Pfandl wieder da hergestellt, obwohl ich eigentlich ein Löschstickerl habe. Und ja, machen wir sie mal einen Kaffee. Ja, heute haben wir richtig gebiertlich mit dem Tab. Das habe ich eigentlich erst einmal aufgebaut gehabt und seitdem nicht mehr. Meistens habe ich immer das Kleine dabei. Aber ich denke, für den Sommer werden wir das sicher wieder mitnehmen. Einen schönen Schatten machen. Jawohl. Fertig ist er, der schwarze Mann. Ja, mein spezieller Gruß wieder an alle Krankensaison. Werden Sie mal gesund. Und natürlich auch an meine Gesunden. Aufpassen, werden Sie mal nicht krank. Prost. So lasse ich es leben. Ja, klar, das Braune hat mir sehr gut gefallen von der Farbe her. Das passt auch da gut rein, da braucht man gar nicht viel mehr Tarnung. Ah, ich habe mich da ganz schön einer gefranst da herin. Die Ritschlein hängt zwar ein bisschen durch, aber das ist halb so wild. Ja. Wirklich schön, Kaffee schmeckt. Was ist mehr? Ja, ein bisschen her hätte ich spannen können, aber gut. Die Bäume sind so weit auseinander, ich habe es auch nicht gescheit gespannt. Boah, der war heute gut. Ich glaube, da muss ich mir noch einen machen. Ja, Gas ist noch ein bisschen drin. Ja, ich mache mir noch einen. Ich habe noch einen Guster drauf, was so ist. Ja, was mir ein bisschen stört, dass ich überhaupt nichts mehr sicher ist, außer das Eichkatzel am Anfang. Wird man wahrscheinlich auch nicht gescheit gesehen haben, weil ich wieder die Action Cam nur dabei habe. Ja, jetzt bin ich noch am Überlegen, ob ich mir nicht eventuell mal kurz was probiere, nämlich den X-Boiler als Hobel. Da hätte ich ja genug Holz da. Da war es auch schön, da kann nicht viel passieren. Wasser habe ich auch noch was mit. Also. Ja, ich bin mir jetzt noch nicht sicher, wenn man anzündet, aber weil ich das nur herzeige. Ich hätte mir vorgestellt, darunter zwei Heringe. Der eine war eh schon mein Einsatz, der ist auch schon verfärbt, das sind Titan. Ich würde das vorschlagen sogar umgekehrt machen. Ein Topfkreuz über, was eigentlich da super aufgepasst. Wo dann eigentlich super eine Tasse draufsteht. Nicht? Und da kann er auch viel besser ziehen. Und der Kamineffekt war eigentlich super erhalten. Ich suche jetzt gerade noch ein Blech, was ich mir da, also ein Gitterrost, was ich da noch drauflegen kann, der was eigentlich unten dient, dass nichts, dass ein bisschen nach unten geschützt ist und trotzdem noch ein bisschen Abstand ist, dass er einen Kamineffekt zusammenbringt und auch halt schön brennt. Ja, ich war lecker da, wenn man den anzünden soll. Ja, ich habe mich jetzt da dagegen entschieden, dass ich es nicht anzünde. Ich habe nicht mehr so ein Schluckerl Wasser, das ist mir dann zu gefährlich zum Löschen. Es ist zwar da nichts, war nichts am Boden, aber nein, ja, ich weiß, der ist als Hobo gar nicht gerechnet und er braucht sie auch gar nicht. Aber mich würde jetzt nur interessieren. Funktionieren wird sicher. Gut, das Topfgeld wird es nicht auch jeder haben, aber da gibt es ja andere, was man genauso verwenden. Einer der vielen Hobos, was ich noch daheim habe, so 1, 2, 3, 5, 12, was weiß ich wie viel, keine Ahnung, zu viel, aber ist ja wurscht. Das könnte man vorstellen, dass das funktioniert. Ja, das ist dieser Soto Windmaster, mit dem bin ich wirklich urzufrieden. Mit den 4-4s passen auch wirklich große Depth drauf, geht ratzfatz drauf und ratzfatz runter. Bei mir wird das Zeug auch immer gleich putzt.
So, Tarp ist zusammengelegt und da sieht man halt, das ist ein 3x3 Tarp, das ist ultraleit. Das ist wirklich verdammt klar und 450 Gramm. So, ja, ich habe da auch 15 Meter jetzt da immer mit dabei. Weil ihr seht, bei mir da im Dschungel sind die Bäume da recht weit auseinander. Ja. Habe ich da jetzt in meinen Sackerl herin und so Coyote schwarz, geile Farbe, gefällt mir. Sieht man nicht wirklich so. Zuerst die Tischeine, die passen da wunderbar rein. Mistsackerl. Und da noch einer. So, passt. Gehen wir. Dicker Plastik. Nehmen wir mit heim. Oh, noch eins. Nehmen wir mit. Nächste Papier. Ja, Plastik. Ein Schweinhoferzahn. Da liegt auch noch eins. Na, servus. Schon wieder ein Wildschweingeruch in der Nase. Ich gehe eigentlich jetzt, der Wind kommt von dort. Kann es natürlich von weiß Gott wo weit her treiben. Ja, das hat mir schon gefallen, wenn ich eins für die Linsen kriege, dann mal wieder. Geil, was da hinten für drum Baum umgestürzt ist. Wahnsinn. Oh, schaut mal, wie der schibliert. Schaut das geil aus. Wahnsinn. Ah, schön grün die Bäume schon sind, ha? Geilo, geilo, geilo. Ja, jetzt bin ich schon langsam in dem Gebiet, wo ich dann rausgekommen auf die Straßen und ich werde dort hinschauen, wo die Fallen gestanden ist. Die müsste in der Richtung sein, das schaue ich mir jetzt noch mal an. Ja, die Richtung schaut gut aus. Muss da vorne irgendwo sein. Weiter. Ein kurzes Nasel gehabt. Und die dürfte auch scharf sein. Die Vorderseite ist offen. So. Da ist jetzt die Kamera. Da sieht man jetzt nicht. Und da sieht man, dass die Fallen vorne offen ist. Solarpanel dazu. Und da oben hat sogar Antenne. Also die gibt, die hat sicher LTE drinnen. Und sendet aus. Ja, Freunde, ich bin da jetzt gleich draußen, 10 Meter noch, dann bin ich auf der Freifläche. Die Autos hört man auch schon, die Mopeds. Ja, ich sag wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und servus die Malen und pfiat euch, die Buben.